Kritische Interviews, die werden die Polen wohl kaum noch zu sehen bekommen. Seit ihrem Amtsantritt versucht die neue Regierung in Warschau, alles aus dem Weg zu räumen, was sich ihrem Machtanspruch entgegenstellen könnte. Vor allem das Verfassungsgericht und die Medien. Es rächt sich jetzt, dass Europa gegen die Einschränkung von Freiheit und Vielfalt in Ungarn kaum etwas unternommen hat. Das schlechte Beispiel macht Schule. Griet von Petersdorf. Tomasz Lis ist ein Starjournalist und Chefredakteur der polnischen Ausgabe des Wochenmagazins Newsweek. Dauerthema derzeit der wachsende politische Druck auf die Medien. Tomasz Lis hat seit Jahren eine Talksendung beim staatlichen Sender TVP. Die Sendung wird nun eingestellt, aus politischen Gründen, wie er meint. Naja, es schmerzt gar nicht mehr so sehr. Sie wird sowieso von der regierenden Partei boykottiert. Wenn weder Präsident noch Minister noch Parteichef als Talkgäste kommen wollen, dann verliert solch eine Sendung ihren Sinn. Wenn es gegen die Regierung geht, können Journalisten Ärger bekommen. So erging es auch Karolina Lewicka bei TVP. In einem Interview nahm sie den neuen Kulturminister Gliński in die Mangel, weil er ein Theaterstück absetzen lassen wollte. Was ist mit der Freiheit der Kunst, fragte sie. Gilt die Autonomie der Künstler überhaupt noch? Sie blieb hartnäckig und verlor ihren Sendeplatz. Ein Warnschuss, jetzt darf sie wieder moderieren. Hier sitzt TVP. Ein Umbau steht bevor. Denn wer die Medien beherrscht, der hat die Macht. Beauftragt wurde Krzysztof Czabański, der Mann im türkisen Hemd. PiS-Abgeordneter. Er will mit seinem Parteichef Kaczynski reden, doch der küsst erstmal Hände und hat keine Zeit. Egal, die beiden sind dicke. Im Parlament geht es hoch her. Respekt für die Verfassung fordern die Liberalen von der Opposition, doch genau mit denen hat Czabański noch eine Rechnung offen. Als die regierten, verlor er seinen Posten als Hörfunkchef. Jetzt hat er wieder Macht. Will er sich nun rächen? Es klingt fast so. Ich sage Ihnen hier, wir werden den Lügnern das Fernsehen, den Hörfunk wegnehmen. Da soll sich keiner Illusionen machen, keiner von den sogenannten öffentlich-rechtlichen Medien. Wir nehmen es euch weg. Da kann man es mit der Angst bekommen, so als Journalist. Aber Experten kritisieren, dass da schon lange was schief läuft zwischen Macht und staatlichen Medien. Es ist so, dass das polnische Fernsehen eigentlich ein staatliches Unternehmen ist und deshalb hat das jeweils neue Ministerium Einfluss auf Programm, Leitung und Personal. Und die Opposition hat das Nachsehen. Das ist nicht neu, aber jetzt könnte es eben noch schlimmer werden. Wer denkt, dass private Medien ungeschoren bleiben, der irrt womöglich. Eine sogenannte Repolonisierung wurde angedroht. Ein großer Teil der Printmedien zum Beispiel gehört deutschen Verlagen, hier etwas bedrohlich dargestellt mit einer Spinne. Auch die Besitzer von Newsweek sind Deutsche und Schweizer. Wie würde das laufen? Das wäre ja Enteignung. Das würde doch gegen das europäische Recht verstoßen. Ich weiß es nicht. Alles scheint derzeit möglich. Es gibt eine Menge Anfeindungen, vor allem im Internet. Der Regierungswechsel hat offenbar einige ermuntert, ihren Hass zu zeigen. Da wird mir gewünscht, verrecke doch an Krebs oder wir schicken deine Leiche nach Kaliningrad. Das ist nicht einmal im Monat, das ist täglich. Tomasz Bielecki arbeitet rund 1300 Kilometer weiter westlich in Brüssel als Korrespondent für die linksliberale Tageszeitung Gazeta Wyborcza. Jetzt löchern ihn seine Kollegen, was passiert denn da in Polen? Mir geht es so wie meinen italienischen Kollegen früher. Die mussten immer Fragen nach Berlusconi beantworten. Jetzt fragen sie mich, was die Premierministerin mit den Europaflaggen im Pressekonferenzraum gemacht hat. Denn so war es früher. Eine europäische Flagge, eine polnische, schön abwechselnd. Und jetzt nur noch weiß-rot. Weg, was stört. Eine Botschaft, die auch den Journalisten Tomasz Lis beunruhigt. Doch er hat als Marathonläufer durchhalten gelernt. Es ist schwieriger. Der Unterschied zum Marathon ist, keiner weiß hier, wie lang die Distanz ist. Marathon ist vor allem Kopfsache. Planen, wie man seine Kraft einteilt. Aber hier wissen wir nicht, wie lange es dauert. Ein Jahr, 4 Jahre, 8 Jahre?
Das Einzige, was wichtig ist, ruhig bleiben.